Neuvorlagen können wir anschließen. Ich will jetzt keine Rolle mehr. So, Fußzeile. Entweder Sie machen einen Doppelklick hier und. Ah, nee, solange nichts drin steht, geht es hier gar nicht. Ja, rechts liegt einfach. Tatsächlich. Ah, gut. Also, entweder rechts klickt da unten hin. Nee, Doppelklick, solange nichts drin steht. Doch, jetzt geht es plötzlich an den Doppelklick hier. Ich muss das so, aber Sie können auch über Einfügen Fußzeile gehen. Wir möchten Seitenzahlen dort unten haben, die haben wir das letzte Mal auch schon festgelegt. Am besten gleich hier bei Einfügen kommt eine Fußzeile Seitenzahl. Wir wollen sie am Seitenende haben und diese N von M. Das war das, was wir auch schon das letzte Mal gemacht haben. Das war, wenn Sie ganz runde scrollen, das vorletzte Fett formatieren mit Zahlen 2 halt diese Geschichte. Da steht also Seite 1 von 1 oder je nachdem Seite aktuell von Seiten insgesamt. So, haben Sie an sich nur anzuklicken, dann steht das automatisch drin. Ganz das vorletzte, ganz unten. Wo steht denn das bei ihm mit? Ich fange ja links wieder. Dann gehst du da links. Ja, hast du auch nochmal Seitenzahlen? Ja? Neben Fußzeilen. Ach ja. Da wollte ich auf Seiten immer die ganze Runde. Das ist ganz runter und das vorletzte. Z formatiert und 2. 2. So, meine Herren, für diese Geschichte ist gefordert ein Schriftgrad von 8 Punkten. Das heißt also, wir müssen den Stopp in das Register Stopp zurückwechseln und hier auf 8 Punkte setzen. Es ist nichts davon gesagt, diese Einsen sind beide fett. Da ist aber nichts dazu gesagt, dass Sie das ändern sollen. Können Sie auch, also wenn ich jetzt hier nur mit 1 markiere, habe ich hier das Fett markiert. Das mache ich nur noch weg. Aber das war nicht in der Aufgabenstellung. So, eine Schwierigkeit noch, aber darauf habe ich Sie in der Aufgabenstellung hingewiesen. Die Fußzeile erbt ebenfalls von Standard. Das heißt, sie erbt zumindest diesen Einzug von 1,5 cm auf der linken Seite. Das heißt, es ist also hier nicht wirklich die Mitte, weil von meinem Blattrand ist nochmal 1,5 cm eingezogen, mein Standard, und erst dieser verbleibende Rest wird also zentriert ausgerichtet. Das heißt, wenn Sie es ganz genau machen wollen, dann müssten Sie bitte mal hierher gehen, am besten rechten Mausklick und gehen auf Absatz. Und dort sehen Sie den Einzug links 1,5 cm, den reduzieren Sie einfach auf 0 und stellen damit sicher, dass wirklich das genau in der Mitte vom Blatt ausgerichtet ist. Ja, okay. So, gut. Erledigt. Da ist Seitenzahl. So, ich scroll jetzt hier einfach mal hoch. Da sehe ich dann schon meine Kopfzeile. Hey, wir sind hier. Da können Sie dann einfach reinklicken oder offiziell kann man auch hier, wenn man die Kopf- und Fußzeilen-Tool zu öffnen, kann man auch zwischen Fuß- und Kopfzeile wechseln. So, das Firmenlogo machen wir dann später.
rechts oben steht mit einem Schriftgrad von 11 Punkten Ihr Name. Das dürfte also kein Problem sein. Ich schalte einfach an diese Stopptuch. Wähle als Textausrichtung rechts und schreibe dort meinen Namen. Ja, das ist gut. Genau. Den habe ich von mir gelernt. Mache ich mir nicht raus, weil das ist doch echt ein verrücktes Neues, oder? Ja. Wenn ich sage, meine Arme sind zu kurz, hört mir ja keiner. So, darunter soll eine Leerzeile, 8 Punkte sein. Das ist an sich auch ganz einfach. Vielleicht zur Sicherheit mal versuchen, ob Sie hier irgendwas markieren können, in der Regel nicht. Dann stellen Sie das einfach hier auf 8 Punkte und dann ist die Sache auch ledig. Moment, das habe ich nur verstanden. Das Dennis Mike. Wo war das jetzt einzustellen? Gehen Sie bitte. Ich habe einfach hier einmal Enter gedrückt. Okay. Ja, da stellst du es auf 8. Guck mal, das steht doch einmal. Okay. Okay. So, und wenn ich jetzt doch mal Enter drücke, bleibt es bei diesen 8. Wollen wir es weiter machen? Und da sollte jetzt das Datum rein. Da aber, meine Herren, das aktuelle Datum, ich bin ja dabei, mir eine Vorlage zu erstellen. Da kann ich jetzt natürlich hier kein Datum eintragen, was dann immer wieder in diese Vorlage drinsteht. Das kommt rein. Das war also eine kleine Erweiterung. Deshalb gehe ich hier nochmal die Kopf- und Fußzeit-Tools. Und hier gibt es eine Gruppe Einfügen, Datum und Uhrzeit. Das klicke ich mal auf. Da habe ich jetzt hier verfügbare Formate. Ich nehme gleich das allererste. Klingt gut. Und was aber bei so einer Vorlage ganz wichtig ist, meine Herren, hier unten das Häkchen rein automatisch aktualisieren. Ansonsten würde immer dieses heutige Datum stehen, wenn derjenige mit dieser Vorlage arbeitet. Das ist natürlich wenig sinnvoll. Ja. Also hier ein Häkchen rein automatisch aktualisieren. Go Jürgen. So, Ort und erledigt. Sie müssen jetzt auch hier, bei mir ist das jetzt meine Vorlage wieder weg, Sie müssen auch hier, wenn Sie die Falschartierung eingeschaltet haben, das jetzt blau hinterlegt sehen. Grau-blau. Ja, ja. So, letzter Akt, das Firmenlogo. Firmenlogo. Haben wir es erstmal soweit? Nun? Achso, halt! Stopp, ich sehe gerade, und unter dem Datum befindet sich noch eine Leerzeile mit 11 Punkten. 10. Da gehen wir wieder hin. 10 Punkte, ja. Machen wir eine 10 drauf. Also einfach nochmal Enter drücken, das auf 10 Punkte stellen. Okay. Hatte fein gemacht, hatte fein. So, jetzt wäre auch mal ein günstiger Zeitpunkt. Sie können das, dieses Dokument also auch speichern, wenn Sie in der Fußzeile sind. Das spielt keine Rolle. Für ein Steuerung S. Ja, heißt uns. So, jetzt das Firmenlogo. Das habe ich also mal mit reingenommen, um Ihnen hier auch langfristig was erläutern zu können. Und zwar beginnen wir mal mit dem Dreieck. Das
ist gleichschenklich und hat eine Breite und Höhe von jeweils 1 cm. Das heißt, zum Zeichnen verwende ich immer dieses Register einfügen, dort gibt es eine Gruppe Illustrationen und dort ein Auswahlfeld Formen. Da drin finde ich auch ein gleichschenkliches Dreieck. Entweder hier oben die zuletzt verwendeten oder wenn sie es noch nicht verwendet haben, hier unten bei Stadtformen. Ich habe es noch gar nicht verwendet, warte mal. Ja, weil Phasen. So, sobald Sie das angeklickt haben, haben Sie nur noch dieses Fadenkreuz an der Maus hängen. Ja. Ziehen mit gedrückter linker Maustaste. Erstmal egal wie groß ein Dreieck haben. Okay. Von schief nach weg. So, sobald Sie das haben, wechselt wird automatisch hier in die Zeichentools-Format und hier ganz hinten haben Sie die Einstellmöglichkeit für Breite und Höhe. Und das brauchen Sie an sich nur auf diese geforderten 1,5 cm. Von jeweils 1 cm, also auf 1 cm hier das Zeug runtergestellt. Dort und auch reingeschrieben den Wert. Und dann ist das Ding vorgegeben. Ist ja Mini. Naja, das wisst mehr. So, gleiche oder das 4 oder das Dreieck können Sie auch schon mal an der Stelle verschieben. Übrigens, das brauchen wir dann bestimmt, um das genau anzuordnen. Wenn so ein Teil markiert ist, können Sie es auch mit den Pfeiltasten verschieben. Also schiebt es mal ungefähr so, dass es über der Überschrift steht, über dem Rahmen. No. So, nächster Halt, gleiche Vorgehensweise, dieses Rechteck. Einfach erstmal ein Rechteck auswählen, das aufziehen und größenmäßig bearbeiten. Es soll also 1 cm hoch sein. 1,5 cm breit. Ist richtig. Ja. Und jetzt was Neues für Sie. Da kann ich das gleich noch mit unterbringen. Es soll einen Farbcode von RGB von jeweils 150 haben. Nein. Rot, grün, blau. Farbcode. So, Vorgehensweise erstmal, dann gucken wir uns mal an, was sich dahinter verbirgt. Mein Rechteck ist noch markiert, die Zeichentools sind offen im Registerformat. Dort gibt es einen Fülleffekt. Den klicke ich jetzt mal auf und wenn Sie eine ganz spezielle Farbe brauchen, weil die irgendein Auftraggeber in dem Fall nicht vorgegeben hat, klicken Sie das auf und dort finden Sie einen Eintrag weitere Füllformen. So, und da Sie, glaube ich, auch nicht in der Lage sind, aus diesem farblichen Wirrwarr hier den entsprechenden Farbcode zu wählen. Oh ja, kenne ich alle. Ist immer die beste Vorgehensweise, hier Benutzer definiert auszuwählen. Ah. So, und dann sehen Sie hier unten drei Farbangaben: Rot, Grün und Blau. Und hier steht Farbmodell RGB. Das ist also Rot-Gelb-Grün. Nee. Blau. Blau. Das ist also eine Art und Weise, Green, mit die man entwickelt hat, wie also Farben am Bildschirm definiert werden können. RGB ist ziemlich nah an dem angelehnt, was in der Natur so stattfindet. Sie wissen ja, wir sehen Licht entweder, oder wir sehen ja Licht nur, wenn es direkt in unser Auge dringt. Also meistens, nachdem es irgendwo reflektiert wurde, der Baum ist also grün, der absorbiert Rot und Blau, weil es geht und wir sehen bloß die grüne Farbe. Und deshalb ist das ziemlich nah an der Realität. Wir haben ja auch im Auge diese Zapfen für Rot, Grün und Blau, die dort unterschiedlich dann stimuliert werden, wie die
Farben vorgaukeln. In Wirklichkeit ist es ja nur Wellenlänge. So, die stehen jetzt, also Rot, Grün und Blau sind diese Farben. Ich zeige Ihnen mal noch ganz schnell, was das ist. Das Farbmodell. So, hier sehen Sie es mal. Das ist also das Farbmodell Rot, Grün, Blau. Sie sehen alle Mischfarben. Wenn ich also mehrere Farben zusammennehme, dann werden diese Zielfarben immer heller als die Originale. Zum Schluss, wenn ich also alles auf diese 255 stelle, das ist der Maximalwert, den ich einstellen kann, erhalte ich Weiß. Also in diesem Farbmodell RGB gilt auch die Aussage, Schwarz und Weiß sind keine Farben, Schwarz ist schlichtweg fehlendes Licht und Weiß ist die Summe aller Farben. Gilt aber, wie gesagt, nur bei RGB. Es gibt andere Farbmodelle, wo das nicht stimmt. So, warum jetzt solche bescheuerten Werte zu 255? Das möchte ich auch mal kurz unterbringen. Eine Geschichte habe ich ja, glaube ich, am Anfang an immer schon mal ein bisschen erwähnt, dass also unser Rechner nur mit Zahlen arbeiten kann. So, warum dann aber solche bescheuerten Werte wie 255? Ich will es kurz mal aufklären, weil... Wenn Sie die Tafel drehen, ich sehe sie nicht. Nee, tut mir leid. So, dies ist ein Speicherplatz in unserem Computer. Und so ein Speicherplatz besteht immer aus 8 Kästchen, sogenanntes Bit, wo entweder Strom anliegt oder eben nicht. Also hier steht entweder im übertragenen Sinn eine 1 drin oder eine 0. Ja. So, solche 8 Bit werden also zur kleinsten adressierbaren Speichereinheit zusammengefasst, im sogenannten Byte. Das kennen Sie sicherlich als Begriff. Warum jetzt aber diese blöden Zahlen? Ganz einfach, Sie können, wenn Sie da mal damit genervt werden, solche Binärzahlen in Dezimalzahlen umzurechnen. Es ist einfach eine ganz einfache Rechnung. Bei der Mathematiklehrer erklärt Ihnen das alles mit 2 hoch 0, 2 hoch 1 und so weiter und so fort. Merken Sie sich einfach, Sie müssen bloß von rechts beginnen, hier die Zahlen drüber schreiben von 1 und dann jedes Mal ist doppelt dazu. Und überall, wo jetzt also hier eine 1 drin steht, die Zahlen addieren Sie zusammen und wissen, was da dezimal drin steht. Warum jetzt 0? Wenn man die Zahlen zusammenrechnet, wo überall eine 1 drin steht, also 128 plus 64 plus 32 plus 8 plus 1, dann will ich das so dezimal drin stehen. Ja? So, und wenn jetzt hier über eine 1 drin steht, dann habe ich den Wert 255 und deshalb kommen diese doofen Zahlen in der Informatik zustande. Ja, das ist das ganze Geheimnis davon. So, ich kann also diese Werte einzeln hier verändern. Sie sehen, wenn ich jetzt das Grün rausnehme, bleibt also ein Violett übrig. Je weniger Grün ist, umso violetter wird es. Und letzte Geschichte in dem Zusammenhang, wenn diese drei Werte gleich sind, also wir sollten ja alle drei Werte auf 150 stellen. Das ist auch nichts dran. Wenn alle drei Werte gleich sind für RGB, dann habe ich einen Grauwert, der also zwischen Schwarz bei 0 und Weiß bei 255 variiert. Also wenn alle drei Zahlen für Rot, Grün und Blau gleich sind, habe ich einen grauen Wert. Ja. So, das lasse ich nur mal am Rande, dass Sie vielleicht ein bisschen verstehen, wie der Computer mit Farben umgeht. Fakt ist eins, das will ich mal noch
unterbringen an der Stelle. Wenn Sie jetzt ein Bild haben, wo Sie sich vielleicht irgendwo am Nacktbadestrand rumtreiben, juhu, dann passiert im Grunde auch für unseren Rechner nichts weiter, als dass er dieses Bild in lauter quadratische Bereiche aufteilt, die sogenannten Pixel, das kennen Sie sicherlich. Ja. Und für jedes dieser Pixel, wenn die jetzt aus der Digitalkamera stehen, stehen eben drei Zahlen drin für Rot, Grün und Blau. Und wenn ich jetzt hier blauen Hintergrund habe, steht vielleicht für R eine 10 drin, für Grün wird vielleicht sogar eine 0 drin stehen und für B ist eine 200. Und dann habe ich ein recht blaues Pixel in meinem Bild, was eben meinen Himmel darstellt. Ach so. Sie können das ja mal einstellen, R10, Grün 0 und hier 200. Sehen Sie, da ist also schon ziemlich tiefblau diese ganze Geschichte zu funktionieren, wie Sie sagen. Bedeutet natürlich auch, dass eine Menge Zahlen für ein Bild zusammenkommen. Ja. So, also bitte mal alle drei Werte auf 150 setzen. Dann können Sie das für heute bestätigen. Dann ist alles weg plötzlich. Und wenn ich aber dann wieder meine Kopfzeile ziehe, ist es wieder da. So, meine Herren, Endspruch, wenn Sie jetzt dieses graue Feld haben, wenn normalerweise was mit einem Hintergrund gefüllt ist, dann sollte man ihn vielleicht auf den Rand wegnehmen. Das wäre hier bei Frontkontur. Blöderweise steht jetzt hier keine Gliederung. Das ist also blöd übersetzt. Gehen Sie einfach auf keine Gliederung und entfernen somit den Rand. Sie könnten ihn natürlich auch hinterlistig weiß machen, dann sieht man ja auch nicht. Kann man das Viereck mit dem Dreieck irgendwie ausrichten? Ja. Interessante Frage, gut, dass Sie fragen. Ja, weil das bei mir halt so ist. Das so, Achtung, ich habe jetzt beides hier aneinander oder beides zueinander versetzt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Würfel diese Elemente ausrichtet. Ich muss aber dazu, wenn ich etwas ausrichten möchte, mindestens zwei Elemente markiert haben. Wenn ich mehrere Sachen markieren möchte, dann können Sie das mit der Großschreibtaste oder auch mit der Steuerungstaste tun. Sobald Sie also eine von beiden Großschreibung oder Steuerung gedrückt halten, klicken ein zweites Element, werden also beide markiert. Und jetzt gibt es hier hinten auch ein Ausrichten. Da muss ich aber noch Folgendes sagen. Was ist das? Wenn ich jetzt unten ausrichten möchte, dann würde das Viereck nach unten wandern. Oder wenn ich nach oben ausrichten möchte, dann würde das Dreieck nach oben wandern. Es richtet sich also immer an der, ja, jeweils am weitesten außen in der gewünschten Richtung liegenden Kante an. Also hier würde ich dann jetzt am besten nach unten ausrichten. Das heißt, mein Viereck kommt also auf diese Linie, auf die Verlängerung von diesem Dreieck. Probieren Sie mal. Einfach hier Ausrichtung unten ausrichten und jetzt steht es auch wirklich nebeneinander. Was? Ausrichtung? Was? Wo ist jetzt das Ausrichten? Wo das Ausrichten ist? Ach, da. Ja, das können wir ja dann noch, wenn es eben mal horizontal in der gleichen Höhe ist, ist man das genau die aneinander. Hier kopiere ich das. Genau. Hab's. So, jetzt die große Preisfrage: Wie kriege ich diesen doofen Text so rein? Ja, Text rein häufig, ne? Ehrlich? Du weißt nicht, ob das eine ganz freche Idee ist. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Dann gehen wir uns zeigen, woran. Hintergrund, und auch da lernen wir noch was dabei. Es gibt hier sogenannte Textfelder. Es gibt aber auch ganz normale Rahmen, Rechteck. Ich ziehe
wir jetzt mal hier ein Rechteck drüber, wo ungefähr der Text stehen soll. Okay. Wer es jetzt ein bisschen analytisch betrachtet, und das ist für einen Informatiker immer gut, ein bisschen analytisch zu denken, jedes neue Element liegt vor den anderen in der Z-Ebene, also Richtung in meine Augen. Das heißt, jedes neue Element verdeckt die anderen. Und zweite Geschichte, ich kann sämtliche Formen, die ich hier einfügen kann, bis auf vielleicht, also sämtliche flächige Formen, ich glaube nicht, dass ich das auch mit dem Schreiben beobachten kann, aber kann ich hier einen rechten Mausklick drauf machen und sage dann im Kontext für den Text hinzufügen und kann jetzt hier einfach meinen Text schreiben. Strube Peter. Der da lauten soll Übungs-AG. So, diesen Text können Sie ganz normal formatieren. Das soll also Nummer 11 sein. Und fett, genau. Geh nochmal neu drauf. So, jetzt sieht das zwar noch ein bisschen doof aus, aber wenn ich weiß, das haben wir ja gerade schon gesehen, dass ich dem Ding die Füllung nehmen kann. Also ich gehe jetzt, ich markiere mein Viereck, wo der Text drin steht, und entferne die Füllung und entferne zusätzlich noch den Rand mit keine Gliederung. Wie gesagt, solange das markiert ist, können Sie es auch mit den Pfeiltasten ganz genau ausrichten. Dann klicke ich letztendlich nochmal das Viereck, schiebe das ein Stück ran. Das Wort, glaube ich, auch definiert, wo das liegen soll, am kleinen G. Ich kann das Ü, B, U schreiben, dann wird es dann willst du da einfach mal das Viereck schieben. Was hat er von der Größe genommen? Na, 11. 11. Und 11 und 8 so weit, weil genau, stimmt. Okay. Kannst du ja eigentlich mal so abschätzen, wo der ist. Ja. Lassen Sie mich mal noch eine letzte Geschichte zeigen. Ja. Und zwar sollten Sie, wenn Sie solche Sachen gezeichnet haben, dafür sorgen, dass sie auch zusammenbleiben. Okay. Vorgehensweise, ich bin diesmal im Register Start. Da gibt es, also Sie könnten jetzt hergehen und mit der Großschreibtaste alle drei Elemente anklicken. Aber, das will ich Ihnen mal zeigen, das Ding ist sehr hübsch. Ich bin im Register Start, ganz hinten in der Gruppe Bearbeiten gibt es einen weißen Pfeil mit der Aufschrift Markieren. Wenn Sie diese Geschichte öffnen, finden Sie den Eintrag Objekte markieren. Wenn Sie das geklickt haben, dann können Sie mit Ihrer Maus ganz großzügig, ich nehme sogar hier hinten den Text mit, einen Rahmen über die zu markierenden Elemente ziehen. Und wenn Sie jetzt aber Objekte ausgewählt haben und lassen die Maus dann hier los,
werden also nur Zeichnungsobjekte ausgewählt. So, und sobald das erledigt ist, haben Sie hier die Zeichentools und dort sollten Sie dann zum Schluss immer hingehen und sollten diese Sachen gruppieren. Das bedeutet, sie bleiben unverschiedlich zueinander angeordnet. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Gruppieren klicke, dann kann ich das Ding anpassen und kann es insgesamt an eine neue Stelle schieben. Okay. So. Ja, eins muss markiert sein, aber es ist So, das war's. Meine Herren, das ist ja auch. Das ist ein Wahnsinn.